Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Kingdom Come Deliverance, sind hier mit Hans im Badehaus. Er wird ja gerade, was immer sie da macht, Kriegt eine sieht aufwendig aus. Kopfmassage. Ja, was auch immer. Jedenfalls soll unser Heinrich, der, hier gibt es ja sogar ein Bett, der soll Wein organisieren, und zwar roten Silvaner. Aus dem Aus dem Rathaus. Ratskeller. Und hier haben wir doch unsere Klamotten reingelegt. Warum steht hier Stehlen? Ja, gute Frage. Nee, das sind die Ach, Sachen von wo Hans. sind denn unsere Klamotten? Aber wir nehmen Hans Schlüssel mal Aber mit. die Schlüssel nehmen wir auf Auf jeden jeden Fall Fall. mit. Ja, wo sind Keine unsere Klamotten? Frage. Aber die wieder an? Guck, nö. Du musst sie anziehen. Ja, wir haben nur alles ausgezogen. Ja, Ist ja genau. lustig. Na, dann zieh Na dich mal wieder gut, besser. ist in Mal wieder an. Ordnung. Aufzieh. Ja, du bist ziemlich auffällig. Ja, da ziehen wir mal die Beinlinge an, den Gambeson. Ja, je mehr du anziehst, desto weniger auffällig wirkst du, oder wie? Dafür steigt die Sichtbarkeit. Geräusche 8. Naja, vor allen Dingen dunkle Sachen. Halt, Ja. hier geht das doch besser. Hier finden wir das eher. Ich glaube, ich habe. Ja, hier habe ich doch Was denn? einen reicht. Mal gucken, was besser ist davon. Naja, kämpfen wirst du ja So. jetzt nicht. Nee, der, guck mal, der lange schwarze Wappenrock ist auffälliger. Allerdings haben wir da null Geräusche. Erstaunlich. Ei, aber was soll's? Die Bunthaube. Spielen wir jetzt gerade Modenschau. Hübsch. So, ja. Ach so, Schuhe. Ja, Sind Schuhe manchmal wären nicht vielleicht ganz verkehrt, ne? gut. Na, vor allen Dingen. Aber ja, ein dunkler Filzhut, jo, passt. Naja, schön ist was anderes, aber egal. Das macht Muss ja nicht nichts. sein. Aber naja, ein bisschen was an den Füßen ist, sollte man schon haben. So, und dann, Ist auf jeden Fall ach so, äußerst auffällig. haben wir Warum ist er schon. eigentlich so auffällig? Kannst du mir sagen, warum er so auffällig ist? Als Wächter Wieso? Er oder? ist doch nur 37. Ach so. Das ist wenig. Warum ist es eigentlich rot dann? Frag mich mal was Leichteres, war Ja. gut. Egal, wir haben die Fackel in der Hand. Wir sind gut angezogen. Dann gehen wir mal los. Gut angezogen würde ich es nicht nennen, aber angezogen auf Naja, jeden Fall. auf jeden Fall so, dass wir nicht gleich verhaftet Sag werden. mal, Ich was ist denn glaube, das an hier, links? Was ist das? was denn? Na links, dieses kleine runde Ding, was heißt das? Dass du besoffen bist schon wieder Ach, oder links was? unten, ja, der ist doch besoffen, weißt du Na, doch. schon wieder besoffen. Die haben doch ordentlich Oh, gebechert. hast du was gesehen, denn wer da wieder? gerade aus der Tür trat? Im Ein weißen Gewand? Zubermädchen, würde ich vermuten. Aha. Na, was meinst du? Pferd von Hans. Das solltest du da stehen lassen. Das gehört nicht dir, sondern Hans. Ach so, Deins na müsstest du gut. rufen. Dann lass mal stehen. Das Guck ist mal, da unsers. steht meins. Ja. Wie sieht's mit Hunger aus? Na, du bist dran. 83? Nein, Fressack. Lass mal laufen jetzt. Aha. Klar. Wir wollen Pebbles Nachtruhe nicht stören. Wie spät ist das eigentlich? Naja, ich würde sagen, wir gucken mal. Bin Ich ich könnte es hier nicht richtig? irgendwo mitten in der Nacht, aber guck mal auf Ich die bin Uhr. richtig. Und zwar. Ah. Oh, Mitternacht. Ja, Geister Kurz spielen. vor Mitternacht Ja, dann spielst du halt haben Geist. Schlafen die Wächter um diese Zeit auch? äußerst unwahrscheinlich, oder? Sieht aber so aus. Es ist Hier keiner sehe vor dem ich Tor. kein. Aber es läuft jemand rum. Wer bist du Da denn? läuft einer rum. Willkommen, Heinrich! Ja, hallo. Ein Dorfbewohner. Na. Bist ja wirklich bekannt Oh, wie ein bunter Hund. Hier guck mal, laufen da einige läuft Leute einer rum. im Nachthemd Schlafwandler rum. ist das.
aus wie ein Schlafwandler. Wer ist das? Alex? Nee, Alex ist nicht. Bettler ein ist Bettler. Es. Naja, nachts zu betteln, das bringt ja wohl nichts. Hier liegen sie alle. Da und schlafen liegen sie draußen. Rei um. Aha. Da sind sie schon. Die du vermisst hast. Na, das ist aber kein Wächter. Ja, und das ist eine Ladenwache. Der geht nach Hause und das ohne Fackel verhaften. Wir werden immer gleich angemacht, wenn wir ohne Fackel rumlaufen. Na, kann man mal sehen, was für eine Mentalität unser Freund hat. Gleich sagt er, spricht er von Verhaftung. Guck mal, nur weil er ausnahmsweise mal eine Fackel, selbst eine Fackel trägt. Da scheint zwischen Rüstungsschmied und Rathaus. Na ja. So offensichtlich hier reinzugehen hier vorne. Solltest du speichern, bevor du hier irgendwas das machst. Das auf jeden Fall. Da muss das reingehen, ne? Kommen wir da durch oder ist er zu dick? Nee. Er ist aber ziemlich auf. Da hinten steht einer. Naja, wenn er so durch die Gegend was läuft mit der Fackel in der Hand, dann wirkt er ja nicht irgendwie auffällig. Okay, ich speichere jetzt mal. Das scheint mir ein guter Platz zu sein. Die Klötze im Fluss werden überschrieben. Die haben sich aber lange gehalten. Ja, doch. Aber das sind nicht mehr die... Die ganz Nein. alten, ich habe es zwischendurch mal wieder Ach probiert, so. Aber das war Katastrophe hoch 3. Aha. So, ja, wo mussten du rein? Ja, wenn ich das wüsste. Ja, hier oben. Nee, aber ist ja ein Ratskeller. Kann ja nur unten sein eigentlich. Hier unten vielleicht. Ich glaube ja hier unten. Schlossknacken ist sehr schwer. Nö. Nee, das kann es ja wohl nicht sein. Das ist es wohl nicht. Wir haben doch einen Schlüssel. Ich nehme an, dass ja, das der ist Schlüssel von Hans, ist, aber der hat doch keinen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel fürs Ratshaus? Für den Ratskeller? Nee. Also es ist... aufschließen. Eben, dafür ist es... Wow. Mann, gut, dass du die Tür aufgemacht hast. Und den Schlüssel... Ja, sonst hätten wir ein Problem. ...mitgenommen hast. Müssten alles knacken. Und du bist jetzt immer noch mit der Fackel unterwegs, ja? Ja, ich guck mal. Ist das eine gute Idee eigentlich? Ich glaube eher weniger. Das würde ich auch sagen. Aber ich fürchte, ich kann es ja mal probieren. Aber viel sehen wir hier nicht. Nein, das stimmt. Außer, dass wir nichts sehen. Wir sehen gar nichts. Aber hier ist eine Treppe nach unten. Ja. Und du musst ja nach unten. Ja. Ah, da sitzt einer, verflixt. Oh. Was mache ich denn jetzt? Schleichst du gerade? Ich schleiche jetzt, ja. Das X sagt... Oder? Hey, was zum... Scher dich weg, bevor ich den Büttel rufe. Oder hat dich schon jemand entdeckt? Ja, was die ist hier aus dem Zimmer was gekommen. Ja, was lass mich denn? Raus. Welchen Teil davon begreifst du nicht? Bin ja schon weg, Mensch. Du warst aber richtig, glaube ich, oder? Ja, du warst ja. Ich war schon, ich glaube schon, dass ich da richtig war. Ja, es ist nichts passiert. Hau ab. Nee. Händlerin. Glück und Gesundheit, Heinrich. Ja, auch. Danke. Danke. Nein. Nee, schon lustig. Heinrich, du bist immer so bekannt wie ein bunter Hund hier. Du kannst einfach reingehen und das rausholen. Jeder kennt ihn. Du hast ihn im Auftrag von Hans Kapo, oder wie immer der Typ heißt. Ich gehe jetzt einfach mit der Fackel hier rein. Ich sehe ja sowieso nichts sonst. Ja. So. Und dann nach unten. Dann sprichst du mit ihm. Hallo, guten Tag. Ach, du hast ja sowieso, du kannst ja aufschließen. Hä? Du hast ja den gar nicht. Oh. Hey, du! Was hast du hier verloren? Ich hole Wein. Capon befahl mir, Wein für ihn zu holen. Herr Capon, hä? Sehr glaubwürdig. Erkennst du mich etwa nicht? Ich bin bloß ein Diener. Ja. Du scheinst Herrn Capon nicht zu kennen.
Glaubst du, er würde inmitten seines heiteren Treibens selbst Wein holen gehen? Nein, das klingt wahrlich nicht nach dem jungen Herrn. Schätze, er will den roten Silvaner? Genau den. Hör mal, lass zumindest etwas für Herrn Hanusch übrig, ja? Ich versuch's. Na also, es kann so einfach sein. Schon, aber hast du einen Krug oder irgendwas? Oder wie kann man den abfüllen? Ah, da ist ja so ein na, Ding. Wie praktisch. Das nehmen wir doch einfach, Weinkrug. Na toll. Na. So, da müssen wir ihn nur noch füllen. Ganz rechts hat er gesagt. Hier ist benutzt. Das wäre das, wo man es füllen kann. Ja, ja, Aufgabe abgeschlossen. Beschaffe einen Krug, war die erste. Und die zweite, suche im Keller des Rathaus nach dem roten Wein. Eins von eins. Du hast ihn ja auch schon erledigt. Gefunden. Müsste auch abgeschlossen sein. Gut. Genau, das war's. Na dann. Und da schleiche ich mich rein. Das war viel einfacher. Ja, vor allem, weil wir den Schlüssel hat. Einfach mit dem Typen quatschen und ja. Siehst du, jetzt geht das sogar. Jetzt könnten wir sogar einfach so reinspazieren. Na und? Die nette Dame ist inzwischen auch schon im Bett, wie es scheint. Ja. So. Na dann. Das war ja einfacher, kannst wie ja ich dachte. Mal. Na, ah, tschüss, hallo. Wir gehen jetzt. Hey. Das heißt, ja. Mann, lass mich raus. Ja. Schiebt ihr mich einfach hier in die Tür rein, die vorhin verschlossen war? Ja, die haben nicht gewusst, dass die Leute mal so dick werden würden. Deswegen sind die Gänge hier so schmal. Ja. Ich glaube, heutzutage dürften sie nicht mehr so eng sein, die Gässchen. Nee. Ich glaube, da früher zu dieser Zeit, im Anfang 15. Jahrhundert, gab es vermutlich doch viel mehr Leute, die dünn wie ein Strohhalm waren. Ja, und die waren auch kleiner. Im Allgemeinen, glaube ich, waren die ja, kleiner. Ja, wenn du dir die alten Häuser anguckst aus dem Mittelalter, die kleinen Türen. Na, Heinrich, geht dir mal wieder die Puste aus. Aber geht's ja doch bergunter. Ja. Müsste doch eigentlich wie von selbst gehen. Mhm. Hallo, Pebbles. Pass schön auf. Oh. Hans andere edle Ross. Und die Hühner halten eine Versammlung ab. Ihr seid ja aber früh auf. Hä? Um Mitternacht normalerweise sind die Hühner draußen? Schlafen die jetzt. Ja. Normalerweise schlafen die natürlich. Doch um Mitternacht. Tief hier und war fest. Das, glaube ich. So. Und? Keiner da? Doch. So. Mach die Tür zu. Sag da Garantie. Du hast aber lange gebraucht. Oder? Mal hören. Na. Herr Hans. Wegen des Weins, den ich holen sollte. Und? Hast du ihn? Natürlich. Du bist wirklich in den Ratskeller eingebrochen? Gewiss doch. Ja. Ich hoffe, der Wein ist wirklich all den Ärger wert. Ich glaub's nicht. Du hast das wirklich durchgezogen? Du bist verrückt. Ja, ich hab deinen Schlüssel genau. benutzt. Ach was, ich hatte deinen Schlüssel. Meinen Schlüssel? Du listiger Schalk. Du bist gerissener, als ich dachte. Den Schlüssel kannst du behalten. Mich lassen die sowieso immer rein. Mal sehen, ob der Wein so gut ist, wie du sagst. Worauf wartest du? Auf den Segen des Pfarrers? Na, mach schon. Runter damit. Ah, das nenne ich Wein. Roter Silvaner. Nicht zum Vergleich zu der Plörre, die sie in dieser sonst so herrlichen Einrichtung ausschenken. Das erkennt man gleich beim ersten Schluck, nicht wahr? Wie sie immer. Ja, roter Silvaner halt. Der Geschmack ist unverkennbar. Ja, der große Weinkenner. Na klar.
Hey. War ja nicht ganz ungefähr. Sonst bist gleich ein Kopf kürzer. Au, au. Ob er durch ein Sitzen hat? Wirklich schon. Oh, oh. Oh. Es reicht, Herr Hans. Ich bin nicht wie die anderen. Ich weiß, Clara. Du bist anders. Du verdienst mehr. Du verdienst Blumen. Was? Sag mir, welche Blumen magst du denn so? Blumen, also eigentlich alle möglichen. Löwenzahn, Salbei, Knöterich und Mohnblumen. Ja, Mohnblumen mag ich besonders gern. Heinrich, hast du gehört? Ja, was? Ja, klar. Das Fräulein verlangt Löwenzahn, Salbei und Kohlrüben? Nein, scheiße. Oh, nein, nein, Knöterich und Mohnblumen. Was? Soll ich jetzt etwa Blumen pflücken gehen? Ich weiß, ich schicke dich abermals los. Aber wenn du es machst, kriegst du 1600 Groschen. Vielleicht oh, so viel? 1600? Wow. Na gut, ich mach es. Wie das denn aus dem Zuber schafft? Wow, er schafft es. Tatsächlich. Welche Blumen wollte sie noch gleich? Salbei, was anderes, noch was anderes und Rosen? Was wäre ein Strauß ohne Rosen? Im Garten der oberen Burg sind welche. Oh oh. Oh oh. Naja. Oh, oh. Hat er sich angezogen wieder? Sieht so aus. Ja. Ja. Gut. Diesmal kann er sogar noch alleine. Letztes Mal musste ich ihn ja wieder anziehen. Was macht ihr denn? Wahrscheinlich wollen sie dich warnen. Auf Pferd? Nee, du solltest nicht das Pferd. Ja, ich will immer Hansens Pferd besteigen. Ach, dann können wir auch gleich wieder laufen. Also ich meine, eigentlich sollte die frische Luft ihm gut tun, nur. Ja. Kann ich mir mal sagen lassen, dass man dann noch mehr merkt. Also, ja, so manchen hat schon umgehauen an der frischen Luft, habe ich mir sagen lassen. Ich denke halt immer noch an den Typen, das hast, glaube ich, du erzählt, der sich mit dem Fahrrad zugedeckt hat. Das habe ich schon mal gesagt, ja. Aber das ist irgendwie schon interessant. Ja, guck mal, wie die Welt wackelt ein bisschen, ne? Ja. Die ist irgendwie instabil geworden. Mhm. Ach, jetzt müssen wir auch noch bis zur anderen Burg hoch. Tja. Eieieiei, man hat es nicht leicht. Absolut nicht leicht als Heinrich. Da ist man schon mal so besoffen. Auweia, der hat aber manchmal ganz schön Schlagseite. Ja. Gott sei mit dir, Heinrich. Aber wenn man so die Leute sieht, die auf der Straße schlafen, jetzt ist ja Sommer, ne? Offensichtlich. So wie es aussieht. Ja, doch. Aber was machen die, wenn es kalt wird? Und da wird es ja auch sehr kalt. Die armen Leute. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich... Was sagt dir jemand Heinrich? Ach ja, alle kennen Heinrich. Ah. Wir sind reichlich Wachen unterwegs, ja? Ja. Ich hoffe, die haben nichts dagegen, dass Heinrich Blümchen pflücken geht. Ja, man kann nur hoffen, dass er nicht irgendwie erwischt wird und an Hanusch gemeldet wird. Tja. Geht das hier irgendwo hin? Oh, hallo Huhn. Ihr Hühner seid alle auf.
Was macht ihr, fleißige Hühner? Wo bitte gibt's denn hier Blumen? Jetzt muss ich mal die Karte bemühen. Hier gibt's trockenes Holz. Ah, weiter geht's nicht. Ach, wir sind ja viel zu früh abgebogen da hinten. Mhm. Das ist wohl erst auf dem nächsten Hof. Da bin ich viel zu früh. Die Hühner sind empört. Ja. Kann das sein, dass die sich etwas gestört fühlen? Das kann sein. Manchmal, wenn ein trampliger Heinrich da kommt. Hier in der Kapelle werden wir uns auch noch mal die ganzen Figuren angucken. Hallo. Wir müssen noch mal gucken, ob wir die auch lesen können. Aha. Ja, weißt ja, da stehen überall Namen dran. Ja. Und die muss man ja sammeln. Was ist das hier? Das sieht nach Küche aus. Ja, eben, finde ich auch. Geht's durch den Keller in den anderen? Guck mal, da schlafen die Leute. Jetzt gehst du da durch das Schlafzimmer mit der Fackel in der Hand. So wirklich. Und hier unten ist doch der Keller, oder? Da sitzt übrigens jemand. Ich wollte gerade die Truhe knacken. Ja, da ist jemand. Dann sehe ich, dass da hinten der Wache sitzt. Sag's ich gerade. Hallo, Heinrich. Ja, auch hallo. Auch hallo. Er wollte hier nichts klauen. Er wollte nur mal gucken. Wohin? Hier wird das alles. Nee, hier geht's so eine Art nur Speisekammer. In Keller. Ziemlich klein eigentlich. Ja, irgendwie muss ich doch da rauskommen. Ja, aber nicht hier wahrscheinlich. Hier sieht's nicht so aus. Hier kommt man nicht raus. Na, dann guck doch mal auf die Karte. Mal hier auch. Kommt man hier durch? Na. Auch nicht. Hier oben rum? Na, es ist auf jeden Fall diese Richtung, oder? Na, vielleicht musst du die Treppe hoch. Hier, Karte. Da hinten, da müssen wir raus. Da hinten? Wo ist er hinten? Da. Da, wo D ist, ja? Ja. Beschaffe Blumen für die zumoderne Clara. Irgendwo, irgendwie. Aber vielleicht geht's ja über die Treppe und dann da auf der anderen Seite wieder runter. Was weiß ich, ich war ja noch nie. Jedenfalls nicht so richtig ausgiebig. Hier kann man öffnen. Nee, hier ist es schon wieder aber privat. Hier sieht es nicht aus, als privat, käme man hier. Oder geht's da eine Tür raus in den Garten? Hier ist Schloss knacken schwer. Wo gehen denn die Türen hin, die hier sind? Welche Türen? Na ja, hier gibt es ja auch Türen in dem Raum. Die rausführen. Du meinst oder wohin die hier? Ah, das ist die Toilette. Gut. Das hier ist so eine Fensternische. Das auch. Und was ist da hinten für eine Tür? Wo führt die hin? Die Privatgemächer. Ha? Aber sie geht auf. Aha, wieder eine Wache. Nee, da kommst du ja wohl. Hallo, sagen Sie mal. Herr Wächter, wo ist denn hier wo geht's der Garten? Denn hier bitte zum Garten? Ich hätte schon längst gefragt. Nee, der sagt nichts. Da das schläft denn da? Einer. Wachstube, hä? Nee. Und hier geht's auch raus wieder. Interessant. Nee. Hier muss man doch irgendwie hinten rauskommen. Verflixter Pfeffer, verflixter. Mal, da waren wir ja schon drin. Du warst da in der Küche. Gibt es keine Tür. Und da auch nicht. Ach, hier vielleicht. Können wir mal gucken, hä? Hier schlafen sie alle. Oh, du kannst ja da hinten rausgehen. Geh einfach durch die hintere Tür raus. Ja. Guck, ob es geht. Ach, privater Bereich. Bin schon weg. Das kriegst du gleich echt Ärger. Nein, Alter. Ich bin nicht weg. Jetzt kriege ich aber Ärger. Wer ist da? Ach, das ist Antwort. Ja nur Hein. Nix wie weg hier, hey, Heinrich. Wer ist da? Ja. Niemand, niemand ist da. Keiner ist da. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Ich hab keine Ahnung, wo der Garten ist. Bist du denn überhaupt schon mal im Garten gewesen? Wo kommt der? Oh, hier stehen die Leute rum. Da will ich jetzt nicht reingehen. Das ist die Tür, da bin ich rausgekommen. Ja. Wo kommt der denn her, der Wächter? Wo geht es hier hin? Wo geht es da hin? Hier ist eine Tür, das könnte hinten rausgehen. Sehr schwer.
Aber aufschließen ist. Du hast den Schlüssel von Kap. Nee, den kannst du ja nicht. Geht nicht. Du willst ja ständig aufschließen. Habe ich versucht. Ach, sag mal, das darf doch gar nicht wahr sein. Irgendwie muss man doch da rauskommen. Hier ist schon die Brücke. Na gut, da halte ich also hier vor dieser Tür zum Garten. Und normalerweise müsste er die eigentlich aufmachen können. Ja. Aber das kann er nicht. Die Schlossknacken sehr schwer. Der Dietrich bricht sofort, bevor ich das Schloss überhaupt drehen kann. Also entweder ist das jetzt ein Bug. Oder irgendwas anderes. Aber, was, vermutlich ist es ein Bug. Vielleicht. Ich bin rumgelaufen und rumgeirrt, habe die Zeit abgewartet, bis der Quest gescheitert ist. Das ist die Tür und ich habe mir auch andere Let's Plays angeguckt. Die sind alle durch die Tür gegangen und die war offen. Warum die jetzt zu ist, weiß keiner. Also werden wir nochmal versuchen. Und ich halt, das war nicht das, was ich wollte. Wir warten mal eine Stunde. Mal sehen, ob sich dann was tut. Ich meine, scheitert der Quest, wenn man das nicht schnell genug macht. Alles. Ja. Irgendwann, irgendwo müsste doch auch mal eine Wache kommen und durchlaufen. Das ist deine Hoffnung, dass sie dich der Wache dann anschließt. Oder? Ja. Ich warte jetzt einfach hier und hoffe drauf, dass eine Wache durchgeht, dass ich hinterher schlüpfen kann. Was anderes fällt mir hier nicht mehr ein. Dann kann man nur hoffen, dass du dann auch wieder rauskommst. Ja. Okay, das kann jetzt eine Weile dauern. Wahrscheinlich werde ich das dann rausschneiden, diese Wartezeit. Weil das macht hier sonst wenig Sinn, da eine Folge mit Warten aufzunehmen. Aber das ist die letzte Chance, die ich sehe. Vorhin haben wir eine Wache gesehen. Na, zu weit würde ich mich die nicht hier erfahren. Gerade vorbeigelaufen ist, aber da hinten kommt einer. Kann man nur hoffen, dass der dann durch die Tür rausgeht. Kommt auch ein zweiter. Los, kommt! Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Bug ist oder ob wir irgendwas nicht getan haben, wie es hätte getan werden müssen. Aber das glaube ich eigentlich. Also nee, na gut, das kann sein. Ich kann mir da auch nicht vorstellen, was hätten wir da machen können. Ja, na komm, Wache, los. Na ja, Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, mit dir auch. Los, geh raus da. Nicht hoch, nicht hoch. Och nee, Mann. Tja, vielleicht hast du etwas zu aufhören. Scheiße. Bleib raus, genau da. Das wundert mich aber, dass die Tür immer noch sehr schwer verschlossen ist. Braucht man da auch einen Schlüssel, den wir nicht haben. Wo soll man denn herkriegen? Ich habe mir einige Let's Plays angeguckt. Es war überall völlig problemlos. Die sind einfach, aber die haben die Tür aufgemacht und sind rausgegangen. Der geht dahin. Ah, folg ihm. Ja. Ja, ja, ja. Geh raus und lass die Tür offen. Geh durch. Ja. Schieb ihn. Ja. Ah. Und die Frage ist natürlich, kommst du dann? Nein. So, also raus, Himmer. Wir pflücken alles, was hier rumsteht. Vielleicht kannst du ja auch schnell reisen. So, also. Halt, halt. Löwenzahn wollte sie. Mal gucken, was wollte sie noch? Ja, Knöterich. Stücke Rosen. Rosen. Rosen für Clara. Wollte sie sonst noch was? Keine Ahnung. Weißt du auch nicht mehr. Ja, dann kannst du auch einen Questlog vielleicht gucken, da steht es ja dann wohl drin. Ja. Bevor du sagst, ach ja, ich habe ja keine Ahnung. Es wird schon hell. Wieder hell, ja? Ja, du musst dann schnell reisen, wenn es geht. Ja. Aber ob du jetzt alles hast, weißt du nicht, weil ich du nicht guck jetzt kannst. Mal. Du musst schon den richtigen haben. Den siebten Himmel. Hier. Löwenzahn, Salbei, Knöterich,
und Mondblumen. Haben wir Salbei? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Salbei fehlt, hä? Wo ist denn hier Salbei? Brennnessel. Ich glaube, die mag sie nicht so gern. Du kannst auch in deine Tasche gucken, ob du Salbei hast. Nö, woher sollte ich Salbei haben? Na gut, das ist. Ich sag ja. Natürlich hast du Salbei, weil du Salbei mal gebraucht hast für irgendwas. Aber du kaufst ja immer nur aber einen Teil ich von doch, allem. Den ja. Salbei habe ich doch zu Hause. Das ja, Zeug ist schwer. Das sind immer ganz viele davon. Aber du kannst ja inzwischen welche mitgenommen haben. Denkst du, ich habe geguckt, ob du Salbei gepflückt hast? Ich kann ja mal reingucken. Sonstiges ist schon mal richtig. Ich weiß nicht, ist es unter alphabetisch? Ja. Nee. Kein Salbei. Nein. Da muss es hier doch irgendwo Salbei geben. Ja. Ah. Na ja, jetzt haben wir aber alles. Ich versuche mal schnell zu reisen. Ja, hier. Ja, ich habe Blumen für die. So, dann vielleicht können wir schnell. Ach nee, du kommst da rein. Ich muss nicht mal selber raus. Gut. Mann, also ich meine, das war jetzt wirklich blöd, dass er die nicht öffnen konnte. Was willst du denn hier? Ich hätte gern etwas Privatsphäre, wenn du erlaubst. Ich will zu meinem Mädel. Tja, wie du siehst, bin ich nicht dein oder jemand anderes Mädel. Also verpiss dich. Was hast du mit meiner Clara vor, du Hund? Ach, hier, hör auf, er badet hier nur. Baden, ja klar. Oh, hier, wo alle Weiber außer dir Huren sind. Archi. Oder hurst du jetzt auch um? Es reicht jetzt, Archibald. Archibald? Halt du dein Maul, wir sind noch nicht fertig. Ich schwöre dir, dieser Herr hat mich nicht angefasst. Ja, das ist durchaus wahr. Nun, also größtenteils. Nein, nichts ist passiert, gar nichts. Darüber reden wir später. Erstmal kümmere ich mich um diesen Bastard. Oh, das will ich sehen, Archibald. Archibald? Nein. Oh. Archibald. Also wirklich. Um Gottes Willen, hört auf, alle beide. Ach, Scheiße. Ach Mann, die schönen Blumen. Hey. Und so viel Mühe dafür. Was zur Hölle machst du da? Au! Na, warte. Na, das war jetzt aber ziemlich undankbar. Du kleiner Spinner. Wer? Archibald? Ja. Na gut, dann war Archibald. Ich glaube, du magst Archibald nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, Archibald stinkt mir. Die ganze Nacht. Ich renn hier rum, renn mir die Hacken ab. Spaß. Jetzt hat er mich erwischt. Ja, er hat aufpassen. Ich erwische ihn mal ordentlich. Ich meine, er sollte nur seinen Rausch dann einen Rausch. Das ist ein scheiß Problem. Jetzt von Adligen ertränken? Oh, Scheiße. Mist. Ich wusste nicht. Ja, ja. Herr, ich wusste nicht. Geh mir aus den Augen. Na los, bevor mir wieder einfällt, dass ich dich hängen lassen könnte. Verzeihung, werter Herr. Ja, jetzt aber. Es tut mir leid. Blöd, Mann. Schlimme Zeiten eigentlich, ja? Archie, warte! Naja, das sowieso, aber... Ist auch bescheuert, der Archibald Typ. Archibald hätte mich fast ersoffen. Archibald. Archie. Ja, es war komisch, dass die Tür nicht zu öffnen Das aber war immerhin. Das unerholsamste Bad, das ich jemals hatte. Ich fühle mich, als hätte ich die Ostsee ausgesoffen. Ja. Der Alkohol bringt dir nochmal den Verdammt, Tod. Richtig. Haben wir noch Wein? Bist du völlig wahnsinnig? Du willst weiter trinken? Natürlich. Erzähl mir nicht, du möchtest nach all dem nicht auch einen Schluck. Heinrich kann jetzt einen vertragen, ha? Der war ja schon wieder nüchtern. Du bist in einem privaten Bereich? Hä? Oje. Wo bist du denn jetzt? Hä? Auf dem Misthaufen gelandet. Oh oh. Im privaten Misthaufen? Ja, auf dem privaten Misthaufen. Erstmal ein bisschen waschen. Eigentlich dachte ich, Heinrich wäre im Badehaus gewesen. Ja, die haben dich wahrscheinlich rausgeschmissen, nachdem du zu besoffen warst. Ich hoffe, dein Freund Hans lebt noch. Und ich denke nur mal, dass der... Jedenfalls nicht. Unser großer Held Heinrich... auch leer. Hans. Sieht,
wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht richtig gut angezogen. Hm? Also dem Schatten nach zu urteilen, sollte er lieber gucken, was er anhat, bevor er rausgeht. Oh, okay, okay, er sieht ja in Ordnung aus. Er ist ja, wie die Engländer sagen würden, er ist ja decent. Ja, so kann man doch laufen. Ist zwar nicht die feinste aller Kleidungen. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Nö. Mach's gut. Die sagt nix. Nee. Ha? Ah, oh, egal. Ich glaube, Heinrich ist erstmal hungrig. Ja, aber das Pferd ist noch da. Ist er jetzt gelaufen? Er hat dein Pferd mitgenommen, oder? Oder was? Das glaube ich nicht. Nee, ne? Das kann ich bestimmt rufen, nicht in den Topf gehen. Oh. Was ich kann hier nicht naschen. Da muss Heinrich woanders naschen gehen. 70, ja, könnt ihr was vertragen. Na gut. Ich habe gesagt, dass wir jetzt Schluss machen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.